Hallo, mein Name ist Klaus Buchinger Wohlgemuth. Und einer der großen amerikanischen Hypnosetherapeuten, Richard Bandler, hat einmal gesagt, wenn nichts mehr hilft, dann machen wir es mit Hypnose. In meiner täglichen Praxis begegnen mir viele, viele Menschen und nicht alle sind so 100% davon überzeugt, dass die Hypnose das Mittel, das Werkzeug ist, um ihnen zu einem neuen Leben zu verhelfen. Es gibt die Zweifler, es gibt die, die nicht so dran glauben, es gibt die, die sagen, das hilft bei mir eh nicht und es gibt natürlich die, für die die Hypnose der letzte Versuch ist. Wenn all jene wüssten, dass sie mehrfach täglich in diesen hypnotischen Zuständen sind, ohne es zu wissen, wäre es eigentlich ganz einfach. Und übrigens, genau mit denen lässt sich am besten arbeiten. Und in dieser besonderen Zeit, in der wir im Moment leben, und es ist zweifelsohne eine besondere Zeit, wird eins deutlich. Wir rücken näher zusammen und verbunden damit sind natürlich auch etliche Probleme oder Themen, die auf uns zukommen, Partnerschaftskonflikte und auch sexuelle Probleme. Und ich meine nicht nur die erektile Dysfunktion, die Unlust, die Frigidität, die blauen Pillen, die sexuellen Zwänge und auch die sexuellen Nöte, die auftreten können, sondern ich meine das gesamte Spektrum, was verhindert, dass wir tatsächlich ein erfülltes Sexualleben haben. Und gerade dieses Thema wird oftmals auch getriggert von so Gefühlen wie Schuld und wie Schande und natürlich auch von unserer Gesellschaft. Das alles führt dazu, dass wir vieles, vieles ausprobieren und dann feststellen, nichts funktioniert. Und genau an diesem Punkt, in dieser Verzweiflung, kommen dann viele Klienten einfach in die Praxis in der Hoffnung, etwas verändern zu können. Und genau hier haben wir mit der lösungsorientierten und ursachenauflösenden Hypnose sehr, sehr gute Möglichkeiten, innerhalb nur weniger Sitzungen das Ziel, dein Ziel, zu erreichen. Die Hypnose wirkt übrigens bei vielen, vielen anderen Themen auch. Von Abhängigkeiten über Partnerschaftskonflikte, über Ängste, Verlustängste, Präsentationsängste, Traurigkeit, Depressionen. Die Liste ist unendlich lang. Diese große Themenvielfalt mit Hypnose wunderbar behandelbar führt natürlich dazu, dass man sagen kann, könnte dieses lösungsorientierte, ursachenauflösende Vorgehen in der Hypnose ist ein Universalinstrument, um deine Ziele erfolgreich zu erreichen. Ganz banal könnte man auch sagen, Hypnose fängt dann an, wenn andere aufhören. Übrigens ist die Hypnose wissenschaftlich anerkannt bereits seit dem Jahr 2006 vom Wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie. Nähere Informationen findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.hypnosetherapie.jetzt. Bis dann, ich freue mich auf dich.